Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich spricht natürlich nichts gegen Bürokratieabbau, aber da Sie ausgerechnet die Kosten für Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen ins Spiel gebracht haben, muss ich mich da natürlich noch mal zu Wort melden, weil ausgerechnet in dem Punkt gibt es ja gar keine landesrechtlichen Vorgaben, die man in der Kommune, von denen man sich in der Kommune befreien könnte. Und wenn wir uns noch besser kennenlernen, wenn wir uns noch besser kennenlernen in den nächsten Beratungen, dann werden Sie sehen, dass wir genau das Gegenteil wollen. Wir wollen nämlich da Standards haben für die Kommunen, an die Sie sich halten können und von denen Sie sich nicht befreien können. Wir hoffen auch, dass Sie das vielleicht irgendwie anders meinen und nicht die einzig vorhandenen Standards für die Flüchtlingsunterbringung, nämlich die humanitären, noch absenken wollen. Das wäre natürlich ganz überhaupt nicht in unserem Interesse. Und wenn es darum geht, dass Sie keine Standards abbauen wollen, sondern nur Bürokratie, dann ist das für uns eigentlich eine Argumentation im TTIP-Stil, wo auch immer davon gesprochen wird, dass keine Standards abgesenkt werden, aber alle gewinnen. Und mehr Jobs gibt es wahrscheinlich auch noch. Ich bin gespannt, was Sie dazu noch erzählen werden im Ausschuss. Und der Überweisung stimmen wir natürlich zu. Danke.